Da ist er, unser 22 Zoll TFT-Bildschirm für unser Wohnmobil von Karatec auf der Spezialhalterung. Und den haben wir gerade installiert und jetzt da in Betriebnahme. Juhu! Nehmen wir mal das ganze Ding hier weg. Und das ist er. Und wie wir das Ganze einbaut haben, alles jetzt in diesem Video. In dem Video zeigen wir euch ja speziell, wie man den TV installiert, wie man anschließt und in Betrieb nimmt mit einer mega coolen Halterung, dass man das praktisch von vorne und auch von hinten vom Bett aus sehen kann. Und was natürlich super dazu passt, wir haben euch ein extra Video auch gemacht, wie man die selbst ausrichtende Sattschüssel von Karatec installiert, weil das passt natürlich super cool zum Thema. Wen das Thema Multimedia an der Stelle natürlich sehr interessiert, wir zeigen euch auch ein spezielles Video, wie man in den Ducato ein Multimedia-Gerät einbaut, samt Europa-Navigation und natürlich den Anschluss von verschiedenen Kameras, wie auch eine Grauwasserkamera. Und wenn ihr denkt, das hat's schon damit, dann werden wir wahrscheinlich trotzdem noch Videos bringen, und zwar vielleicht über das Thema Endstufe und Subwoofer oder Innenausstattung, Teppich, Bett, Bettzeug, wer weiß das? Lasst euch überraschen, was dieses Jahr noch kommt mit unserem Super Ducato. Darf ich euch vorstellen, unser 22 Zoll Full HD Karatec Vision CAV 220 XDB. Unser Monitor, den wir jetzt einbauen, der hat natürlich auch noch Geschwister. Da findet ihr unten im Videobeschreibungstext natürlich die passenden Links dazu. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was das Gerät so kann und warum der ganz cool ist. Wir haben einen 12-Volt-Anschluss, hier in dem Fall mit Zigarettenanzünder. Wir in unserem Wohnmobil werden es ein bisschen anders machen. Als Anschlüsse haben wir natürlich einen USB-Anschluss. Wir haben Cinch-Ausgänge, das heißt auch den Sound können wir direkt zum Beispiel unsere Autoradio-Head-Unit reinlaufen lassen. Das werden wir auch so machen bei uns. Wir haben einen SCART-Anschluss. Wir haben natürlich den DVB-S2-Anschluss für unsere SAT-Antenne, die wir hier auf unserem Ducato installiert haben. Und wir können natürlich DVB-T empfangen und das Ganze natürlich über unsere Fernbedienung bedienen. Das Besondere an der Fernbedienung ist auch, dass wir eine extra Taste haben zum An- und Ausschalten der automatischen SAT-Anlage. Also alles hier bereits integriert und harmoniert auch mit der SAT-Schüssel, die wir auch bereits installiert haben. Haben wir ja ein extra Video drüber gemacht. Zusätzlich haben wir zwei HDMI-Eingänge, wo ihr einen Fire TV-Stick, ein Apple TV oder euer Handy daran anschließen könnt. Ganz egal, alles separate Eingänge. Wir haben einen Kopfhörerausgang und wir haben einen Slot für das Common Interface, wo ihr eure private TV-Karte reinstecken könnt für verschlüsselte Sender oder wie auch immer, alles was bezahlt wird und ihr wisst es dann schon, wie das funktioniert. Auch die Möglichkeit haben wir an diesem Gerät. Sogar noch eine DVD können wir reinschieben. Direkt hier an der Seite haben wir den Slot dafür. Das Panel ist ein Weitwinkelpanel mit 89 Grad Blickwinkel in jede Richtung. Also das heißt, ich kann den Monitor auch sehr weit hochhängen, von unten drauf schauen. Ihr habt wirklich eine volle Ausleuchtung und die volle Farbvielfalt mit drauf. Und wir haben eine Betriebsspannung zwischen 9 und 30 Volt. Das heißt auch, wenn deine Batterie im Fahrzeug schon ein bisschen zu wünschen übrig lässt, der zieht weiterhin durch. Ihr könnt natürlich auch durch das, dass das Gerät mit 30 Volt genauso betrieben werden kann, den TV auch im LKW installieren. Da haben wir natürlich 24 Volt mit entsprechend Spannung rauf und runter. Das Ding ist auf jeden Fall mal ziemlich flexibel, was die Spannung betrifft. Wer Angst hat, um Gottes Willen, da läuft zu viel Strom drüber, Standby-Strom, der kann an dem Ausschalter, der unterhalb des Gerätes angebracht ist, auch noch das Gerät komplett ausschalten. Also noch nicht mal mehr Standby, sondern aus. Tontechnisch können wir sogar Bluetooth nutzen. Das heißt, wir können hier auch separate externe Geräte mit Bluetooth verbinden und auch noch natürlich einen besseren Sound beim Fernsehen damit haben. Ich selber finde ja den Monitor deswegen so geil, weil der Bildschirm wirklich bis fast zum Rand rausgeht und das Ganze relativ rahmenlos erscheint. Damit ist das Ding halt wirklich ein kleines Highlight in meinem Wohnmobil. Montiert wird das hübsche Stück mit einem geilen Halter, der ist wirklich cool. Ihr habt hier eine Verriegelung mit dabei.
Ihr werdet es ja gleich sehen, wie das eingesetzt wird und von der Handhabung her im Fahrzeug drin ist. Aber so viel kann ich schon mal sagen, sehr durchdacht, und ich zeige euch ja gleich im Video, wie das alles ganz genau funktioniert. Wenn ihr euch entscheidet, dieses Gerät bei uns zu kaufen, haben wir euch natürlich ein Komplettpaket samt einer USB-Verlängerung, die wir jetzt auch zusammen einbauen, und einem entsprechenden Textilklebeband zusammengepackt, das ihr natürlich insgesamt zum Vorzugspreis bekommt. Für das Montieren der Halterung am Fernseher und im Fahrzeug drin haben wir euch ein spezielles Schraubenset. Das legen wir euch immer mit dazu, dass es mal pauschal für diese Anwendung passt. Aber es heißt nicht, wenn ihr einen anderen Fernseher reinmacht, dass die Schrauben genauso passen, oder wenn ihr eine andere Rückwand habt, dass das grundsätzlich alles passt. Aber eine Erstausstattung ist dabei. Damit machen wir jetzt auch mal die Halterung am TV-Gerät fest. Jetzt können wir uns auch einen Überblick verschaffen, wie das Ganze hier funktioniert. Das ist der eingerastete Zustand. Und das Ding soll ja jetzt nachher hier so in etwa dran sein, dass es aber auch immer noch reinrastbar ist, um das zu machen. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall mal so einen Zentimeter Luft zum Schrank lassen und können das direkt so montieren. Ich möchte es oben bündig haben. Jetzt schauen wir mal, wie viel Zentimeter das da oben dran sind, von da wegzugehen. Jetzt hebt man mal so hin, wie wir wollen. Jetzt machen wir mal nur die Höhe von unserer Leiste, und da haben wir jetzt 14 cm haben wir. Und von der Tiefe, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier diesen Zentimeter da dran wegkommen. Und jetzt haben wir noch 8,5 cm. So, also von oben runter 14 und von hier reinwärts nochmal 8,5 cm. Und dann können wir das ganze gute Stück mit der Wasserwaage hinhalten und ganz ohne TV erstmal montieren. 14 cm von oben. Können wir doch jetzt mal. Hier vorne habe ich gemessen gehabt. So, 14 cm. Das Ganze hängen wir jetzt ins Wasser. Da, weil am Dach können wir uns schlecht ausrichten, weil das ist gewölbt. So, und jetzt hätten wir hier unsere 14 cm. Können wir hier mal einen Strich dran machen. Dann haben wir schon mal die erste Markierung und das Ganze 8,5 cm rein. Dann wissen wir das auch. Das heißt, hier muss das nachher enden. Und ich habe jetzt unsere Platte bereits mit einem doppelseitigen Klebeband versehen. Das Ganze muss im eingerasteten Zustand jetzt erstmal verklebt werden. Und mit dem doppelseitigen Klebeband sorgt euch halt einfach eins. Wahrscheinlich habt ihr das eh irgendwo schon im Keller rumliegen. Und das ganze gute Stück bringen wir jetzt erstmal an. Und zwar genau so, wie wir das wollen. Und jetzt fixieren wir das gute Stück schon mal. Jawohl. Schauen wir nochmal. Wasser wäre wichtig. Da müssen wir auf einer Ebene bleiben. Ja, wunderbar. Wässriger geht's nicht mehr. So, das machen wir jetzt erstmal ein bisschen fest. Und jetzt probieren wir auch gleich mal, ob diese Rasterfunktion so funktioniert. Jawohl. So geht's auf jeden Fall noch. Frage ist jetzt mit Monitor, den müssen wir nachher vielleicht noch ausrichten, aber das kriegen wir alles ganz cool hin. Jetzt machen wir das Ganze auf und machen unsere Verschraubung rein. Die können wir nämlich einmal hier drunter machen und einmal hier auch minimal vorbohren, so dass die Schraube gleich greift. So. Speedschnitt geht dann nicht, gell? Jetzt seht ihr schon, wie flexibel dieses Teil hier ist. Man kann das jetzt einmal komplett in der Breite ausziehen und das Ganze hier zusammenschieben und dann auch tatsächlich richtig verriegeln. Klick. Und jetzt kann der Monitor natürlich auch nach vorne nicht mehr raus, sich selbstständig hier bewegen. Alles fixiert. Jetzt machen wir einen Monitor dran. Können wir jetzt den Monitor von hinten wieder anschrauben. So, und das Ganze schaut jetzt so aus und können wir da wieder verriegeln.
Sau gut. Jetzt verkabeln wir das ganze gute Stück noch und zum Schluss erst machen wir die Schutzfolie weg, weil das schaut natürlich jetzt alles so dreckig aus. So dreckig ist der garantiert nicht, der ist wunderschön. Damit wir die Kabel für unseren TV richtig verlegen können, machen wir natürlich auch noch die Wand weg hier, weil dahinter haben wir genügend Platz und da ist auch die Verkabelung. Und insofern geht es jetzt erstmal darum, hier ranzukommen. So, da sind wir doch schon. Und jetzt machen wir auch noch die Platte hier weg. Dann können wir hier eine schöne Rundung reinschleifen, damit wir das Kabel hier richtig durchziehen können. Und dazu machen wir vier Schrauben auf. So, da haben wir es. Und jetzt müssen wir hier noch unseren Durchgang für die Kabel schaffen. So, der wäre hier oben. Das passt doch. Genau hier schleifen wir jetzt eine schöne Halbrundung rein, damit wir die Kabel schön durchführen können. Damit wir sehen, wie die Kabelführung ist, können wir ja schon mal alle Kabel einfach mal dahin bringen, wo wir sie brauchen. SAT-Antenne. Unsere Cinch-Leitung, welche wir nachher beim Montieren von unserem Autoradio damit draufhängen, da haben wir ein eigenes Video drüber. Könnt ihr euch mal reinziehen und jetzt haben wir noch einen USB-Anschluss, der gehört so rum rein und der Stromanschluss von unserem TV. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Kabel so zusammenbringen, dass das alles beieinander ist und auch irgendwie so eine Schlaufe hat, dass das hier alles auch drunter verschwinden kann. Deswegen packen wir das alles noch in einen schönen Gewebeschlauch mit rein. Den gibt es natürlich auch bei uns im Webshop, falls ihr euch sowas zulegen möchtet. Und dann können wir das Kabel hier an der Seite durchziehen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch hier noch unseren Anschlussstecker, also Zigarettenanschlussstecker von der Stromversorgung vom Monitor, den könnten wir jetzt rein theoretisch, unser Adria ist ja hier vorbereitet, mit der 12-Volt-Steckdose anstecken. Aber ich möchte hier unten kein Kabel hängen haben, drum machen wir diesen Anschluss direkt gleich oben, löten wir uns auf den Plus- und Minus-Anschluss von dem Zigarettenanzünder mit drauf, dann wäre das Thema schon weg. Und dadurch, dass wir hier einen USB-Anschluss haben, den wir hier auch mit auf diese Platte mit drauf machen, damit wir unser Device hier reinlegen können, ohne dass da irgendwas nachher am Fernseher rumbaumelt, müssen wir das umgekehrt reinmachen. Aber das mache ich jetzt mal und mache mir die Kabel schön. So, gut. Damit wir unseren Gewebeschlauch hier prima durchziehen können, wickele ich mal die ganzen Anfänge der Kabel zusammen. So. Und jetzt können wir unseren Gewebeschlauch nehmen und über alles drüber machen. Und jetzt können wir auch das Ganze wieder wegmachen und die Kabel wieder an die richtige Position bringen. Damit die Kabel alle schön beieinander bleiben, kleben wir die hier mal ein bisschen zusammen. So, und jetzt kriegt das Ganze doch langsam auf Form. Und jetzt können wir das auch wieder zumachen und zukleben. So. Und auf der anderen Seite genauso festmachen. Und dann haben wir einen richtig schönen Kabelbaum. Und das Ganze legen wir jetzt hier hinten rein und können unseren Deckel auch wieder drauf montieren, der hier seinen Platz findet. Und das da dran, die Schlaufe, die können wir so hängen lassen, das sehen wir jetzt gleich. Jetzt machen wir erstmal alles wieder fest. Mit unserem Kabelstrang schaut es jetzt dann so aus. Hier ist genügend Luft drin, damit sich das Kabel hier rausziehen kann. Und damit kann ich hier meinen Monitor ausrichten, wie ich ihn brauche, lang genug. Und kann das Ganze natürlich auch hier wieder mit dem Ganzen hinten reinschieben. Und alles ist immer aufgeräumt. Die im Lieferumfang vom TV enthaltene DVB-T-Antenne kann natürlich jederzeit bei Bedarf einfach angesteckt werden hier oben drauf und kann jetzt zum Beispiel hier hinten mit angesteckt werden. Sie muss nur senkrecht sein, damit die auch richtig funktioniert. Das kann man anstecken, wie man es braucht und eigentlich ganz wegmachen, wenn man sie eigentlich gar nicht braucht und fertig. Unsere USB-Adaption, die können wir jetzt eigentlich auch gleich fix anschrauben, weil das passt eigentlich ganz gut hier, kommt man super dran. So.
Passt. Ja. Ha. Ja. Ha. Ha. So machen wir das jetzt fest. Jetzt die Verbindung zum TV. Alles hinter diese Absperrung. Und jetzt haben wir alles da, wo es hingehört. Schrauben rein, fertig! Was natürlich extrem für Karatec spricht, ist auch die On-Off-Funktion für die Antenne. Die kann ich nämlich jetzt per Fernbedienung mit außen einfahren, genau wie ich es möchte. Weil die muss ja eigentlich nur draußen sein, wenn ich auch Fernsehen gucke. Scheiß auf mein Sofa daheim. Ich gehe jetzt nur noch ins Wohnmobil und schau da Fernsehen. So ist es doch cool. Von vorne wie von hinten perfekt geeignet. Es geht nicht im Weg um. Das Ding ist wirklich robust und lapper- und ratterfrei festgemacht und hat wirklich eigentlich doch alle Medien, alles was man braucht. Man kann auch über einen Fire TV Stick oder sonst was über HDMI alle möglichen Quellen reinmachen, ob Netflix, Amazon Prime, was weiß ich, was es alles gibt. Also Leute, das war's mit unserem TV-Video. So baut man sowas ein und die Möglichkeit, so wie wir es gemacht haben, trifft wahrscheinlich für die meisten anderen Wohnmobile auch zu. Insofern, check it out. Bis zum nächsten Mal, euer Olli. Lasst doch ein Abo da. Bis dann. Tschüss.